Ja, und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wie schon mal in einem anderen Video erzählt, musste ich meinen PC neu aufsetzen, von daher muss ich alles neu einstellen und ich hoffe, es stimmt ungefähr alles so, wie es vorher war. Und ich musste auch schon mal ein paar kleinere Meter fahren, um zu schauen, ob das Ganze mit dem Lenkrad jetzt funktioniert wieder. Und ob ich alles richtig eingestellt habe. Möglicherweise kann es dann auch zu Fehlern kommen, werden wir gleich sehen. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, schauen wir kurz an, was wir heute so machen. Heute möchte ich lieber bloß ein paar kleinere Aufträge hier in San Francisco, Oakland, San Jose Area machen, um das ein bisschen aufzudecken und eben diese reworked Map anzuschauen hier in dieser Umgebung. Und sonst könnten wir auch gerne nach Santa Cruz gehen oder nach Modesto und vielleicht hier die 1 mal lang fahren. Aber jetzt im Moment haben wir erstmal hier diesen Auftrag. Milchpulver vom Hafen von San Francisco nach zu Eddie's. Genau, in einem Peterbilt und einem Drive-In. Und ich würde sagen, wir machen das doch einfach mal und starten los. Jetzt muss ich erstmal kurz schauen, wo es hier wieder rausgeht. Ich schätze mal da drüben. Hier waren wir, glaube ich, auch schon einmal. Yes. Der Sound ist bei mir noch ein bisschen leise auf den Ohren. So, soll besser sein. Die Soundeinstellung muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Es ist immer ziemlich schwierig zu sagen, wie es dann schlussendlich im Spiel sich anhört. Und vielleicht höre ich mich auch selber ein bisschen anders an. Ich habe hier mal einen Fathead zwischen das Mikro und dem Rode geklemmt. Einfach um ein bisschen die Dezibelanzahl zu erhöhen, weil das Shure SM7B ja ziemlich low ist von Haus aus, was die Dezibelanzahl angeht. Und durch einen Fathead, ups, kann man eigentlich das Ganze ein bisschen erhöhen und auch Rauschen im Hintergrund entfernen. Also möglicherweise höre ich mich eben, wie gesagt, ein bisschen anders an oder vielleicht auch lauter oder leiser, je nachdem. Muss ich alles noch ein bisschen herausfinden und schauen. Im Test habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied gehört. Aber trotzdem ist es vielleicht hörbar. Shit. Das war knapp. Genau. Das sind ein paar Änderungen, die es gegeben hat zwischenzeitlich. Ansonsten sind wir immer noch auf der 1.50 unterwegs, also in der Beta. Was ja zumindest ohne Mods eigentlich ziemlich flüssig läuft. Was fahren ohne Licht? Ich hatte doch Licht an. Naja. Was soll's. Genau. Und heute kam noch ein Blogpost von SCS raus. Am 25. April nehme ich das auf. Wo es ein Update zum neuesten DLC gibt, zum Arkansas DLC, und da gab es ein paar interessante Bilder, weil sie ja offensichtlich einbauen wollen, dass es dynamische Lade- und Abladeanimationen gibt. Man wirklich sozusagen einen LKW belädt.
Also zumindest jetzt diese... Ja, wie nenne ich es mal? Grain Hopper. Also die Auflieger, bei denen man eigentlich Getreide und so weiter um die Gegend chauffiert. Sah ziemlich cool aus. Ich bin da ziemlich gespannt drauf. Wird wahrscheinlich erstmal nur im DLC vorhanden sein und dann werden sie es wahrscheinlich ein bisschen ausbreiten auf die ganze Map. Und wahrscheinlich kommt es dann auch irgendwann mal zum ETS 2. Auf jeden Fall finde ich solche Sachen immer cool, wenn man eben ein bisschen mehr Realismus mit einbringt und auch ja, einfach ein bisschen mehr Abwechslung im Spiel hat. Dürfen hier bloß 30 fahren. Kurz mal wieder von außen schauen. Das hier war dieses Gebäude mit der bekannten Uhr, das kennt man auch. Theoretisch wäre da oben auf dem Hügel eigentlich der Coit Tower, heißt er glaube ich. So ein Aussichtsturm, den man eigentlich über die ganze Stadt sehen kann. Und hier rechts dann irgendwo auf dem... Ja doch, ist das Meer? Ja doch, ist das Meer. Wäre dann... Alcatraz. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich denke mal, da vorne ist auf jeden Fall der Pier... Wie heißt er nochmal? 65? 59? Irgendwie sowas. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Genau, da war ich auch schon. Jetzt müssen wir kurz schauen, wo wir hier hinfahren müssen. Hier drüben gibt es ein Foto. Kann man da durchfahren? Ich hoffe mal. Hier war ich eben auch in meinen Ferien. Ziemlich schöne Gegend, ziemlich interessant, das alles zu sehen. Aber halt sehr überlaufen mit Touristen natürlich. Kennt man natürlich so von diesen ganzen Attraktionen der Städte. Hier, wo diese Blumen sind, wäre eigentlich so ein... wie sagt man... Eigentlich so eine Skulptur aus einer Hecke. Also sieht ein bisschen so aus wie ein Seehund. Genau hier wäre das Teil eigentlich. Aber ansonsten sieht es eigentlich ziemlich ziemlich akkurat aus, wie das Ganze hier aussieht. Wir können hier kurz mal ein Foto machen und uns das dann anschauen. Weil es hier eben was zu entdecken gibt. Da kann ich so schön mit diesem... So. San Francisco Pier 39, genau das war's. Nicht 59. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Falsch. Da. San Francisco Pier 39. Sieht doch gut aus. Auch die ganze San Francisco Area ist eben eigentlich ziemlich schön. Also ich fand es zumindest ziemlich schön. Und ist eine wirklich coole Stadt. Hat viel zu sehen. Also hat viel, was man sehen kann. Und sehr abwechslungsreich mit den Bergen, mit dem Meer, den Straßen, Cable Cars natürlich. Auch dieses Gebäude hier gibt es, dieses Parkhaus. Da drüben fahren eigentlich auch diese alten Trams, die man so aus den Filmen kennt. Ah, da drüben ist jemand Alcatraz. Und da in der Ferne
Da war ich auch, da sind wir mit dem Boot von hier drüben, von dem Pier, eben zur Insel gefahren. Auch ziemlich interessant, das mal zu sehen, weil man es ja meistens eher so aus Filmen oder Spielen kennt. Er hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Konnte man so einen Audioguide machen. War eigentlich noch interessant, das alles zu sehen. Und man hat von da aus eigentlich auch eine coole Sicht auf die Golden Gate Bridge da hinten. Über die ganze Stadt hier im Hintergrund. Mit der Skyline mal aus einer anderen Sicht. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Also San Francisco ist so, ja, ich würde sagen Platz 1 oder 2 auf der Liste von den Städten, die ich jetzt in den USA gesehen habe. Da würde ich auf jeden Fall nochmal hingehen wollen. Staut sich gerade ein bisschen hier. Den Verkehr habe ich wieder ein bisschen hochgestellt, also in der Config. Datei. Von daher ist das wahrscheinlich ausschlaggebend. Und natürlich diese Stoppschilder überall. Alter. Man muss sie hassen oder lieben. Und ich hasse sie. Da. Dieses Wohnmobil ist aber auch neu im Traffic. Wenn man mich fragt. Sieht auch ziemlich cool aus hier, diese Straße, die nach oben führt. Ist natürlich nicht alles so 1:1 nachgebaut, aber trotzdem erkennt man eigentlich ziemlich viel, wenn man die Gegend so ein bisschen kennt. Weil die Straße hier hinten würde dann theoretisch zur Golden Gate Bridge führen. Wir müssen hier links rein. Zu Eddies. Und irgendwo hier unten war auch so ein Markt, an den wir angehalten haben. Ah, shit. Da müssen wir schon rückwärts hineinfahren. Um dann später eben zur Golden Gate Bridge zu gehen, also zu fahren so. Weil wir sind dann drüber über die Golden Gate Bridge gefahren und dann von hier aus verschiedene, also drei Aussichtspunkte eigentlich angefahren, da drüben. Und dann Richtung Los Angeles weiter und dann von Los Angeles eben nach Las Vegas. Das ist doch ein bisschen sehr laut. Muss ich doch noch ein bisschen was ändern. Weil ich einfach selber meine Worte fast nicht verstehe. Aber ich fahre jetzt hier kurz bei der anderen Firma hier drüben aufs Gelände halt drauf. Und dann da rückwärts reinfahren zu können. Sie haben offensichtlich einen Tesla-Dealer, wie es aussieht. Und dann jetzt hier rückwärts ran. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen leiser stellen. Ich verstehe meine eigenen Worte nicht. Im Innern ist es fast zu leise und außen dann fast zu laut. Aber das hatte ich ja schon vorher das Problem. Ja, da ist doch ein Baum. Und eine Laterne. Ja, das ist jetzt zu hart. Aber das können die gut korrigieren.
gleich schon gehen mit dem Platz. Oder auch nicht. Ich muss doch nochmal nach vorne ziehen, weil wir hier zu weit links sind. In der S-Kurve, damit wir das ganze Gespann weiter nach rechts kriegen. Und dann geht es rückwärts weiter. Ich muss kurz schauen. Ups. Okay. So, nach dem roten Auto können wir eindrehen. Man sieht es fast nicht im Spiegel. Dazu ist der Baum da hinten, würde vorher wegkommen. Aber eben ist ein bisschen schwierig, manchmal im Spiegel was zu erkennen. Sind wir schon zu weit? Nicht gerade mein bester Parkjob, könnte man sagen. Sorry, da bin ich ans Mikro gekommen. Ah, shit. Jetzt haben wir da hinten diese Poli natürlich im Weg. Und das Auto ist viel zu weit weg. Wir müssen da mehr einlenken. Das wird nix. Wir sind viel zu weit vom roten Auto entfernt. Ihr kennt wahrscheinlich noch weniger als ich beim Seitenspiegel. Das sieht ziemlich knapp aus. Oh. Ups! Ein bisschen zu knapp. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass ich das mitschleife. Oh shit. Ich blamier mich hier gerade sehr.
Mann. Irgendwie muss ich da wieder ein bisschen reinkommen. Aber hier ist auch gerade nicht so viel Platz, echt gesagt. Und die Spiele sind ja auch beschissen. Alright. Ich habe das aber ziemlich verschoben, was das Ganze nicht einfacher macht. Der Regen ist ziemlich laut. Und da sind diese Poller im Weg. Das ist halt das Problem mit diesen amerikanischen Trucks. Die sind so viel länger als europäische Trucks, das ist einfach... Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht von der Innenperspektive aus hinbekommen. Oder wenn, dann muss ich einfach hier ein bisschen adjusten. Dass wir halt diesen Curb hier mitnehmen auf der linken Seite. Obwohl es jetzt schon wieder eben wahrscheinlich zu... Aber jetzt sind die wahrscheinlich einfach viel zu weit entfernt, eigentlich von der linken Mauer da. Ja gut, man kann es fixen, man kann es fixen. Es kommt gut, keine Angst. Steht der Truck halt wahrscheinlich viel zu weit rechts. Da ist auch noch ein Poller im Weg. Okay, langsam sieht es gut aus. Aber was für eine Arbeit, da reinzukommen. Leider das Auto touchiert. Naja, hat niemand gesehen. So, finally. Alter. Junge, Junge, das ist auch mies hier, wie wenig Platz man hier hat. Aber wir haben es geschafft. Und abgeben das Ganze. Okay, war doch kein Schaden am Trailer, wenigstens das. Perfekt. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.